du, Ralf, heute muss ich dir mal was sagen. Heute haben wir einmal ein Problem. Ja, da bin ich gespannt. Was ist denn? Siehst du unseren riesen Holzstapel, was wir verkaufen am Holz, was wir für ein Borkenkäferproblem eigentlich haben? Mhm. Bei uns hat er richtig gewütet. Und da komme ich jetzt zu unserem Problem. Jetzt zeige ich dir mal den nächsten Haufen. Ja. Da siehst du unseren nächsten Haufen. Weil das können wir ja verkaufen. Das ist ja kein Problem. Aber das ist eigentlich unser Abfallholz. Ja, und was macht es dann mit dem? Das eine haben wir eben für Hackschnitzel, weil wir haben ja selber auch eine Hackschnitzelheizung. Da passt es ja eigentlich auch, weil ich muss sie rausbringen. Ja. Weil du siehst ja selber, da ist der Borkenkäfer eben auch noch drin. Und du siehst es bei denen, die sind unten die Abschnitte, da wo du das halt auch gefällt hast. Und das ist oft brandig. Das nimmt dir auch keiner. Ja. Das kannst du ja du auch für nichts verwerten. Ja, das Brennholz ja und das Hackschnitzel. Ja, oder? Und genau das ist jetzt mein Problem, was ich mit dir reden wollte. Brennholz. Hast du gehört, was die EU vorhat? Ja, eben, das wollte ich jetzt gerade mit dir reden. Ja, das weil du siehst das Wetter, das hört es da schon. Das kann ja nicht sein, was die EU da vorhat. Das ist ein Wahnsinn. So, nachdem dass der liebe Gott jetzt auch irgendwie gleich EU gehört hat und Lust bausert hat, haben wir uns in Hackschnitzelbunker bei uns verzogen. Ja, genau. Was hat da die EU jetzt schon wieder vor? Ja, die wollen halt das untersagen, dass man praktisch Holz energetisch nutzt in Zukunft. Also, dass man nicht mehr alles energetisch nutzen darf und das ist der komplette Wahnsinn. In meinen Augen ist das so verquer, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Man möchte irgendwas unterbinden, was kann ich mir nicht ganz erklären und zerstört damit das, was bei uns seit Jahrhunderten gewachsen ist, der Kreislauf, dass man aus dem Wald das Holz holt, dass man die Stämme nutzt als Bauholz und den Rest nachher da als Brennholz verwertet. Oder jetzt, so wie bei euch da aus dem anderen Sach, da so schöne Hackschnitzel macht und dann verbrennt. Das ist doch ein optimaler Kreislauf. Ja, aber du, Ralf, ich kann ja nichts dafür, dass Fichten jetzt momentan bei uns im Wald dominant sind. Es ist halt einfach jetzt einmal so, ich tue es auch anders aufforsten, das sowieso. Aber wenn man jetzt über Fichten schimpft, die ist ja auf den Borkenkäfer anfällig. Aber ich habe ja einen Kupferstecher und die ist ja auch. Ja, das Hirnverbrennende, Entschuldigung, wenn ich die unterbrüche, aber das Hirnverbrennende ist ja das, dass wenn wir einen Waldumbau haben, dann haben wir lauter Buchen. Schauen wir ja Buchen an, wie viel Stammholz geht denn da noch raus. Da geht ja fast gar kein Bauholz nicht mehr raus. Bei der da haben ja 70% praktisch nachher eine andere Ware, die wo man nicht nutzen kann. Die könnte man nur als Brennholz nutzen. Und also wir sollen einen Waldumbau machen, wir tun das und nachher sagen die anderen, ihr dürft jetzt das Holz gar nicht mehr hernehmen. Das ist doch irre. Ich weiß nicht, wo die Leute hingehen. Die haben von Kreislaufwirtschaft absolut keine Ahnung. Die zerstören alles, was da ist. Du musst dir mal vorstellen, wir haben 2,6 Millionen Holzhäfer bei uns im Land. Was sollen die Leute machen? Die können alle ihre Holzhäfer schon wegschmeißen. Ich werde jetzt noch ein Schrotthandler, weil da kaufe ich denen das Eis. Die Gasheizung dann dazu, oder? Ja, genau. Was wird dann gemacht? Und anstatt dass ich da rausfahre, so wie bei euch, und das Holz heimhole, werde irgendwo die Erde anbohrt und da holen wir dann ein Gas raus und das Öl raus und fahren wir es irgendwo mit dem Schiff umeinander. Ja, also, mir fehlt jegliches Verständnis da dafür. Das tut mir leid, aber ich bin so frustriert gerade, ich kann es gar keinem sagen. Da bin ich vollkommen bei dir, weil schau mal her. Ich habe ein Schadholz, ich muss rausmachen, weil sonst frisst mir der Borkenkäfer alles zusammen. Das ist mein Restabfall, das kann ich verwerten. Warum brauche ich dann ein Gas oder irgendwelche Stromheizung oder sonst irgendwas, wenn ich das aber da habe? Es hat doch dann einen Nutzen. Ja, das ist ja die Schizophrenie, wo keiner von uns versteht, dass man das sind eigentlich heimische Produkte oder was das, wo bei uns vor der Haustür wächst, dass man die Nutzung verbieten will. Ja. Also das leicht mir nicht ein. Und du musst dir mal vorstellen, Brennholz, Scheitholz ist ausverkauft momentan. Es gibt keins mehr. Und dann hat was passiert dann am Ende des Tages? Es kommt wieder vom Ausland rein und die anderen verkaufen das und wir müssen es liegen lassen draußen im Wald, wir dürfen es nicht nutzen. Das ist also, ja. Nein, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben nur Hackschnitzel, also wir, glaube ich, haben ein warmes Zuhause, wir tun es auch gerne andere verkaufen.
Aber dazu muss dann halt die Heizung einfach gefördert werden. Ja, aber du darfst das ja jetzt nachher dann nicht mehr. Ja, also das. Also das ist ja das Verquere, was da los, wo keiner versteht, wie man ein Kreislauf denken oder von uns Bauern wird immer eine Kreislaufwirtschaft gefordert und gleichzeitig tut man das durch die Gesetzgebung komplett unter Grom und macht es eigentlich nur kaputt, auch die, wo da ist. Die, wo sogar nicht bloß auf unsere Hefe funktioniert, sondern im ganzen Land ja funktioniert, weil sie die Menschen ja alle jetzt aus lauter Sorge vor der Gasknappheit Holzofen gekauft haben und Holz einheizen wollen. Und ja, ich weiß nicht, was mit der Politik los ist oder was da manche Politiker sich denken. Ja, dann warten wir auf die Strafsteuer, dass wir noch heizen dürfen. Ja, nein, das war jetzt nur ein Gedanke. Nur ein Gedanke. Ja. Ein böser Gedanke. Ja. Lassen wir es lieber. Ja, das ist so. Aber der Weg ist geebnet. Dann durch sowas, das ist der erste Schritt in. Ja, ich will jetzt da nicht zu so einer Revolution aufrufen, aber dass man sich gegen das Gesetz stellt. Aber es ist dann einfach so, das, was da so manche Leute erfinden, das kann nicht mehr sein. Das ist nicht mehr vernünftig und nicht mehr nachvollziehbar, was die von uns fordern und was die bei uns im Land eigentlich kaputt machen an Sachen, die wo schon laufen, an Kreislaufwirtschaft und was für uns, also für einen, ich sage jetzt mal, ich als Bauer, als das Natürlichste der Welt empfinde, dass ich im Wald rausgehe, das Holz nutze und das dann halt auch zum verbrenne, die Stoffe, also die Teile, die wo ich halt nicht anderweitig nutzen kann oder als Bauholz verkaufen oder als Papierholz. Ich muss mich immer wieder wiederholen. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll. Ja. So, und da siehst du, wo mir das ganze Schadholz eigentlich raus zu haben, auf welcher Fläche das der auch gewütet hat. Mhm. Und da siehst du, da sind die nächsten Jungpflanzen eigentlich auch schon wieder. Und das machen wir halt da jetzt auch wieder. Ja, man sieht halt, da ist einfach, das ist Kreislaufwirtschaft, so wie ich die ganze Zeit sage. Zuerst sind wir vom Hackschnitzelhaufen gestanden, wir ernten das Holz da heraus und dann wird sofort ein Eis abgepflanzt und nachher wachsen die Bäume wieder nach und der Kreislauf ist geschlossen. Und so funktioniert das bei uns im Land. Und sowas will man unterbinden und das wäre, ja, das muss man irgendjemand erklären, wie man sowas aufhalten oder zerstören kann oder warum man das zerstört. Weil du sagst, Kreislaufwirtschaft, du siehst ja auch da die Jungbäume, die wollen wir jetzt teilweise auch wieder eben auch einen Verbissschutz drüber machen, wegen die Rehe. Aber der Wald regeneriert sich ja auch selber. Also es ist ja nicht nur so, ich muss Platz einmal für die Jugend schaffen. Weil wenn du jetzt da rüber schaust, da brauche ich eben auch, da muss ich Holz rausschneiden, dass die Bäume auch kräftiger werden. Es ist gut, wenn sie so nah aneinander stehen, aber da habe ich auch wieder. Ja, wir bewirtschaften halt unsere Wälder und da ist es das so, dass man auch durch Forstung macht und da dann auch die an jeden zweiten rausschneidet, dass die Luft kriegen. Ja. Also auch bitte, da fällt wieder Brennholz so. Also. Unsere Bitte wirklich, überdenkt das nochmal. Also ihr könnt gern bei mir auch vorbeischauen und euch das auch anschauen, aber überdenkt das bitte nochmal. Das ist das Richtige, liebe Politiker. Denkt nach, wenn sie es mir sagen, sei, wie das bei uns funktioniert. Und ich glaube, so schlecht ist das nicht, wie es ja meint. Ja, na gut.